Willkommen zurück zu Donkey Kong 64, Folge 19. Und wir probieren jetzt hier über den Treibsand zu kommen. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, stirb bitte nicht. Geschafft. Oh Mann, das war ja wieder professionell, mir direkt vor der Aufnahme irgendwas in den Mund zu stauben. Das hast du gut gemacht. Schmeckt's denn? Ja, sehr gut. Wunderbar. Kann ich nur empfehlen. Ja. Ja, wir werden jetzt mit Tiny versuchen, das gesamte Level einmal abzugrasen noch weiter. Ah, guck mal da. Ja, hier waren nämlich noch Schalter. Und auf geht's. Der mit der Feder war doch für Tiny, oder? Warte mal. Genau. Ein wunderbares Genau. So muss das klingen. Nee, da waren wir ja schon letztes Mal drin, oder? Da war doch das... Da waren wir letztes Mal drin, richtig. Stimmt. Da wollte ich gar nicht rein. Ich mache hier auch einen Quark. Ja, aber die Höhle muss man einfach von Zeit zu Zeit auch mal durchlüften. Sonst ist das ja eine Zumutung, wenn der nächste mal reingehen will. Auf jeden Fall. Lanky wollte dann nämlich auch noch mal irgendwann rein. Bäm, dich habe ich gesehen. Du kommst gerade recht. Oh ja. Sind wir nicht mehr so direkt angreifbar. So. Weiter geht's. Und wir wissen immer noch nicht, wie man diese Erdhügel umgräbt oder was immer man damit vorhat. Ein wahnsinniger... Oha, guck mal hier. Den kennen wir auch noch nicht, den Kollegen. Ah, das ist der mit dem Afro aus dem Intro. Afro aus dem Intro. Da hinten war... Da sind zwei Ballons für Donkey und das ist das Haus von Cranky. Das haben wir uns gemerkt. No. So. Dann müssen wir nochmal vorbei. Oder war das hier? Hier ist hier das für noch was Didi. Didi. Ne, hier ist der Stein. Ey, nicht schlecht. Oh, die will ich mal einsammeln. Oh, nicht schlecht. Das war ja mal cool, hier einfach an den Gebissen vorbei. Ne? Die Melonen noch schnell mitgenommen. Kannst du dir mal eine Scheibe abschneiden? Ja. Da oben war doch nur der Schalter für Didi, oder? Ja, da war das, also das Fass, womit er sein Jetpack kriegt. Genau, hier kommen wir zu Cranky und da kommen wir zu... Funky? Funky. Okay. Und da ist noch ein bisschen Energie, verpackt in einem ledrigen Krokodil. In einer Krokodilzaut, die wir uns noch verdienen müssen. Oh, gar nicht so einfach, so eine Melone einzusammeln. Ja, das hier war ja der Ort, an dem wir Lanky befreit haben und hier gibt es auf jeden Fall auch noch einen Schalter für Lanky. Yep. Tja, aber gibt es hier auch noch was für Tiny? Ah ja. Ja. Ja, ich glaube, du musst eine Etage tiefer stehen. Oder so. Danke. Hallo. So. Ja, also diese Örtlichkeit ist auf jeden Fall auch nochmal für Tiny und wahrscheinlich auch für Lanky begehbar. Ja, da sieht man es schon. Das sind noch Bananen für Lanky. Ah ja, der Einserschalter. Ist der aktiviert? Ja, guck mal, dieses... Oh, diese Level sind so voll mit allem möglichen Kram. Ja, es gibt irgendwie super viel einzusammeln. Hier, diese lilanen, das waren die, die man nicht umrollen konnte. Oh, okay. Die konnte man nur wegbomben. Schnell mal weiterlaufen. Und mir von einer Anhöhe ein bisschen... Tiny, da ist auch ein Tiny-Fass! Und diese Fee, was macht man mit dieser Fee? Wo man wohl mit Tiny hinkommt? Ein schweres Rätsel. Plopp. Oh, denn man rein in die gute Stube, ne? Kannst du dich jetzt wieder groß machen? Hm, hä? Hier kommt man mit Lanky auch hin.
Mach den mal groß. Oh. Guck mal, das ist der, der Lankys Blaupause hat. Also kommt man hier mit Lanky auch irgendwie hin. Kommen wir darüber? Oh. Kannst den sonst wahlweise auch einfach mal platt machen, den Typen. Ich werd's tun. Au. Irgendwas mal gut hier. Was ist denn mit dir los? Genau, wenn du ihn nämlich einfach die ganze Zeit attackierst, dann kann er nämlich auch gar nicht seine komischen Schockwellenattacken machen. Ah, so kommt man da mit Lanky also hin. Tja, guck mal, da hinten ist irgendwas und ich habe keinen Plan, wie wir hier weiterkommen. Uff. Tja, wahrscheinlich muss man... Keine Ahnung. Vielleicht kann das Lama hier nochmal hinspucken. Ja, das ist eine gute Idee, stimmt. Aber ist ja egal, wir gucken uns erstmal woanders um. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Schalter oder so. Du kannst jetzt einfach die zweite... Oh. War der vielleicht vorher schon da, der Schalter? Ich glaube schon. Da stand nur der große Typ drauf. Ja, pass auf, das geht auf Zeit, beeil dich. Au. Komm schon, spring da hoch. Mit einem geduckten Sprung. Danke. Okay, ich glaube, es geht auch nicht auf Zeit, also. Doch, es geht auf Zeit. Schnell. Oh, Alter. Ich freue mich schon auf den Rückweg von dir. Das reicht leider nicht ganz. Der Rückweg wird super. Oh nein. Jo, Controllerwechsel. Alex zeigt uns, wie das richtig geht. Alles klar. Zack. So. Whoop. Weißt du noch, wo es hingeht? Ja, klar. Oder soll ich dir helfen? Ja, soll ich jetzt mit Tiny weitermachen oder soll ich zu Lanky wechseln? Was meinst du? Du könntest auch zu Lanky wechseln. Ja, weil ich würde ja eigentlich lieber, dass du das mit Tiny machst, ne? Wir hatten ja gesagt, dass du Tiny spielst und ich Lanky. Ja, das stimmt. Und dann, ja, außerdem willst du ja bestimmt auch nochmal eine zweite Chance haben, oder? Ja, irgendwie schon. Oh, ist eine schöne Aussicht, ne? Kann man genießen. Au, was sehe ich da? Alter, Lanky ist so cool. Der macht voll Spaß zu steuern. Der kann richtig weit springen. Das ist voll cool. Oh, genau 3 Münzen. Perfekt. Dann bringen wir mal die Tonleiter bei. Candy. Das mache ich doch gerne. Die Primatenposaune. Wir haben total vergessen zu raten, was er wohl kriegt. Ja. Ich hätte Triangel getippt. Ja, alles klar. Erzählen wir mal, wie man das Ding spielt. Mit C oben. Wie auch die anderen. Bla bla bla. So, tschüss Candy. Achso. Tschüss Candy. Super, haben wir das auch gemeistert. Ja, willst du nochmal von Anfang an machen? Da waren, glaube ich, ein paar Bananen. Das ist eine super Idee. Gut, dass du das sagst. Dann laufen wir auch mit Lanky einmal von Anfang an durch das Level. Ich laufe ja immer durch das Level von Anfang an, weil ich immer es nicht schaffe. Dieser Move ist so cool. Ich laufe jetzt immer noch langsam mit Lanky, weil das so cool aussieht. So Leute, die Donkey Kong 64 Laola. Oh. Naja, wir können ja jetzt auch so Handstand machen, ne? Oh, verkehrt. Sorry. Er hat beim Sprung auch direkt Hoppla gesagt, ne? Habt ihr bestimmt gehört? Haben wir alle gehört. Aber hier sind ja noch freie Melonen. Wunderbar, haben wir ein paar Bananen eingesammelt. Gut gemacht, Lanky, du bist der Coolste. Oh, stimmt ja. Okay. Ja, Lanky ist so arrogant, der läuft auch nur im Handstand auch mal gerne rum. Oh. Boah.
Da kann ich einfach hochlaufen. Naja, fast. Tatsache, das geht. Nicht schlecht. Oh, guck mal da. Das war gerade cool, oder? Oh. Pam. So, ja, hier waren wir ja zuletzt mit Tiny auch schon mal drinne. Und da ist... Was war denn da nochmal drinne für Lanky? Da war doch dieses... Nein! Wie steckt man diese Waffe nochmal weg? C links. Okay. Nein! Du hast recht, es war C links. Ich habe die ganze Zeit versucht, C rechts zu drücken. Und dann ist nichts passiert. Na gut, gib mir noch eine Chance. So. Ja, mit Lanky ist doch hier dieses... Na. Gegner besiegen für eine Krone. Das hatten wir doch hier gesehen, ja, oder? Ja, stimmt. Da musst du durchtauchen, ne? Ob so, Lanky wohl schwimmen kann? Der Triangelschalter, den brauchen wir uns gar nicht nochmal angucken. Du kriegst einen aufs... Ja. So. Autsch, Mann. Komm her. Gut, der Tiny-Schalter, also kann man hier nur tauchen mit Lanky. Oh, da hinten sind Münzen, ich sehe sie. Links gerade auch gesehen. Bildschirm. Die nehmen wir nochmal schnell mit. Tauchen. So. Das Gute ist ja, dass man hier unendlich Luft hat, sozusagen. So, war hier... Da waren doch noch Lanky Ballons, oder? Und nee, das waren Tiny Ballons, ne? Ja. War hier auch noch was für Lanky? Ich meine nicht, oder? Ich glaube nicht. Gut. Wow, ha! So. Hallo Stern, du, was machst du denn hier? Du gehörst doch eigentlich in ein ganz anderes Spiel. So, gehen wir erstmal ein bisschen Bananen sammeln. Bananen sammeln. Aber das können wir gleich machen, wenn das Wasser abgelassen ist. Ich wollte jetzt niemandem vorwegnehmen, dass hier das Wasser gleich abgelassen wird. Ja. Hier wird doch das Wasser abgelassen, oder? Natürlich. Wow, ein Geier. Hey. Naja. Falsch. So. Nein, ich kann nicht höher zielen. Na, wirst du wütend? Hm? Ich hoffe, das bringt irgendwas hier und man muss ihn nur irgendwie dreimal oder so treffen. Wo ist der Olle denn? Ach da. Hallo? Der wird immer kleiner, ne? Mhm. Und der fliegt immer höher. Oder, naja, sieht zumindest so aus, weil er immer, immer viel kleiner wird. Nee, hä? Na gut. Ja, wie aktiviert man denn dann diesen Schalter hier unten? Yeah, Lankys erste Banane, super cool. Vielleicht musst du einfach alle Bananen einsammeln. Ach, guck mal. Ah, man musste einfach die große Banane noch einsammeln. Super. Gut, dann, ja, kleinen Boss-Battle. Obwohl, können wir eigentlich lieber in der nächsten Folge machen. Und so lange
glotzen wir einfach mal gemütlich in die Zuschauer rein. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.